allererste BNI-Jas-Turnier in dem wunderschönen Berner Oberland. Wir geniessen, wie man sieht, ganz tolle oben in angeregter Atmosphäre. Und natürlich kommt auch da, wie es bei BNI ist, das Netzwerk nicht zu kurz. Tolle Gespräche, tolle Stimmung und einen guten Jas mit hoffentlich für alle guten Karten. Anfänger. Ich tue heute in diesem Jahr bereits das vierte Mal Jassen. Das heisst aber nicht, dass man hier nicht mitmachen darf und eben darf Spass haben. Und ich habe das jetzt schon in den ersten Runden erfahren. Die Kollegen vom BNI, die akzeptieren mich, ob ich jetzt da wirklich ein Profi bin oder eben nicht. Und ich finde es schön, dass wir das hier in dieser Runde dürfen machen, hier in diesem schönen Wilderswil. Ich kann das auch noch einmal empfehlen und hoffe, dass das zu einer Tradition wird, der BNI-Jas hier im Berner Oberland. Ich finde den Anlass super. Erst Jass-Anlass vom BNI. Man sieht frische Gesichter. Man sieht die Gesichter eins in anderen Form, privat. Und wir sind locker drauf und haben den Plausch. Das Essen war wunderbar, super Buffet. Und jetzt sind wir gespannt auf die zweite Runde. So gemacht, dass wir einen Gabentisch gemacht haben. Wir sehen, wir gleich etwas machen. Die Idee war, dass wir jedem BNI-Mitglied Gelegenheit geben, auch eine Präsenz geben von seiner Firma. In Zusammenhang mit dem, gewisse haben das wahrgenommen, gewisse haben etwas anderes gemacht. Es ist einfach darum gegangen, dass jeder mit einem Preis nach Hause kann. Der erste hat 2921 Punkte gemacht. Und das freut mich besonders. Das ist der, der am weitesten ist angereist. Nämlich von Schwarzenburg, das ist der Daniel Niedecker von Chapter Sense mit 2921 Punkten. Gibt es zwei, gell? Der zweite ist ein Einheimischer vom Chapter Jungfrau, ist der Rolf von Almen mit 2877 Punkten. Im dritten Rang, das freut mich auch besonders, ist der erste nicht oder noch nicht BNI-Mitglied. Sagen wir es mal so, ist der Walter Hintermeister mit 2865 Punkten. Gib mir gar nicht auf. Das BNI-Jas-Turnier im Bären Wilderswil ist für mich
ein Erfolg gewesen. Wir haben es schön gehabt, wir haben es lustig gehabt, wir haben viele neue Leute lernen kennen und wir hoffen, nächstes Jahr noch mehr Leute können zu begeistern für diesen wundervollen Anlass im Berner Oberland.